Der Fischfang gehört traditionell zum Senegal. Doch die Fischer können kaum noch von ihrer Arbeit leben. Ausländische Fangflotten lassen die Fischbestände schrumpfen. Die jungen Menschen suchen ihr Glück im Ausland. Bei dem Versuch, Europa mit Booten zu erreichen, haben viele hunderte Senegalesen ihr Leben verloren. Der Sohn von Djadji Bayam Diouf war einer von ihnen. Ich kannte das Risiko. Ich sagte ihm, mit diesen Pirogen ist es nicht möglich, Europa zu erreichen. Aber er entgegnete mir, doch, wir sind Fischer. Wir können durch die Ozeane navigieren. Ich sagte, nein, du fährst nicht. Du bist mein einziger Sohn und ich zähle auf dich. Und unsere ganze Familie zählt auf dich. Du fährst nicht. Doch Djadjis Sohn hörte nicht auf seine Mutter und ertrank. Zusammen mit 80 jungen Männern vor den Kanarischen Inseln. An der Küste im Norden des Landes, in einem kleinen Fischerdorf, lebt Mamadou. Er erklärt, warum er unbedingt nach Europa will. Nur um in Europa Arbeit zu finden, damit ich meinen Eltern helfen kann. Nur deshalb. Denn hier gibt es nichts. Gar nichts. André Sehne arbeitet in einem kirchlichen Projekt, das vor den Gefahren der Migration warnt und hilft für junge Menschen, neue Perspektiven in der Heimat zu schaffen. Die ganze Dorfgemeinschaft ist eingeladen, denn die Entscheidung, nach Europa zu gehen, treffen viele Jugendliche meist nicht alleine. Viele hier haben selbst Kinder verloren, die versucht haben, Europa zu erreichen. Genau wie Djadji Bayam Diouf. Sie haben von dem Boot meines Sohnes nichts gefunden, außer die Frackteile, das Gepäck und ihre Tüten mit Verpflegung, die auf dem Meer trieben. Sie konnten zwei Leichen bergen. Die anderen konnten sie nicht finden. Und da verstand ich, dass unsere Kinder auf dem Meer verschollen sind. Ich werde über den Tod meines Sohnes immer wieder sprechen, denn ich möchte nie wieder sehen, dass ein Kind meiner Gemeinschaft oder meines Landes das Gleiche erleiden muss wie mein Kind.